Okay, liebe Freunde, wir sind zu spät. Ich sollte einen Vortrag halten von einer halben Stunde. Ich mache es ganz kurz. Ich habe wieder mal ein neues Buch geschrieben. Hier. Da. Alles Evolution oder was? Richtig provokativ. Es ist so ziemlich das frechste Buch, das ich geschrieben habe seit Erinnerungen an die Zukunft. Und die paar Personen, die ich hier kennengelernt habe, die mir sagten, du Erich, ich habe das schon gelesen, die sagen alle, von der ersten Seite bis zur letzten, ich hörte nicht mehr auf. Das Buch regt auf und regt an. Alles Evolution oder was? Jedes Kind weiß doch, dass wir Evolution haben. Evolution ist unbestritten. Die Enzyklopädie Britannica sagt, Evolution ist definitiv bewiesen. So, was gibt es denn da noch zu fragen? Alles Evolution oder was? Weil neuerdings immer mehr Fragen aufkommen. Jetzt, ich zeige nur zwei, drei ganz banale Beispiele. Ich kürze es dann ab, zeigen wir leister. Eine ganz gewöhnliche Wespe, okay? Die heißt Captain Cook's Wespe, lebt in Australien. Was macht die Wespe? Die überfällt eine Giftspinne, fliegt die Giftspinne von hinten an, sticht der Giftpfinne einen Stachel in den Leib und dann Sperma in den Leib. Jetzt wächst ein Ei im Körper der Wespe, ein Spinnenei da drin. Und die Larve frisst von der Wespe zuerst mal die Innereien, die man fressen kann, ohne dass das Tier stirbt. Erst am Ende wird dann noch das Herz gefressen, jetzt stirbt das Tier. Und dann entsteht eine neue Wespe. Ist doch ganz einfach, oder? Hallo, was war zuerst? Wie soll die erste Wespe auf die Idee gekommen haben, ich fliege jetzt eine Giftspinne an. Wie soll sie wissen, dass in der Giftspinne drin ihr Ei, ihre Information weitergeht? Woher soll das Kindchen, die Larve, wissen, wie das funktioniert, dass es das selber hinterher wieder macht, seiner Generation weitergibt? Wir haben keine Ahnung. Hier stimmt was nicht. Das ist die alte Frage. Was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Wir kommen nicht weiter. Noch ein Beispiel. Ganz schnell. Das ist, man sieht es knapp hier, Darwins Rinderspinne. Die ist in Australien. Diese Spinne spinnt Fäden von 30 Metern Länge. Sie macht Spinnnetze über Tümpel, so groß wie das Ding hier, unmöglich. Und die Fäden, die die Spinne spinnt, ist das härteste Biomaterial der Erde. Der Faden ist härter, widerstandsfähiger als unser Kunststoff Kevlar. Aus Kevlar macht man schutzsichere Wespen. Hallo, wie geht das? Was war zuerst die Spinne? Oder war zuerst der härteste Faden? Eins geht ohne das andere nicht. Wenn der Faden nicht so hart ist, kann sie nicht 30 Meter lang spannen. Wie hat es angefangen? Wir haben keine Ahnung. Aber wir haben neuerdings Fragen, die berechtigt sind. Jetzt drücken wir 3, 4 weiter. Ach, ganz kurz. Ich mache es ganz kurz, mal fast bis zum, Krake, sogenannte Tintenfische. Jedermann kennt die Viecher. Nur, das Tier wechselt die Hautfarbe und zwar unglaublich schnell. Das Tier kann die Hautfarbe in einer Minute 70 Mal wechseln, also mehr als jede Sekunde. Forscher haben herausgefunden in Australien, dass die Tiere mit ihrer Farbe kommunizieren. Jetzt hat dieses seltsame Tier, diese Krake, hat gar kein Gehirn, also keinen Kopf mit einem Gehirn. Die Neuronen sind über den ganzen Körper verteilt. Bei der Begattung schiebt das Männchen langsam einen dritten Arm in die sogenannte Mantelhöhle eines Weibchens. Der Vorgang vom Sex dauert bis zu einer Stunde. Dann explodiert eine mit Spermien gefüllte Kapsel. Hunderte, Tausende von Eiern kommen es raus und schwimmen herum an kleinen Stielen. Die Eltern sterben kurz daher. Jungtiere wachsen auf, aber völlig alleine. Es gibt keine Elternbeziehung zwischen den Kraken und ihren Jungen. Die Eltern sterben aus. Woher wissen die Jungen, was für sie gefährlich ist? Vor welchen Tieren sie aufpassen müssen? Was sie fressen kann? Wie sie sich wehren können? Wir haben keine Ahnung. Was war zuerst und was war später?
Wir wissen es ganz einfach nicht. Gehen wir schnell zur Venusfliegenfalle. Das ist der Vogel da. Schau. Fleischfressende Pflanzen. Ich zeige immer nur ein paar Beispiele aus dem neuen Buch. Das Ding nennt man Venusfliegenfalle. Ein Blatt, Sie sehen es mit Borsten. Jetzt kommt irgendeine Fliege oder ein Insekt und setzt sich hier auf eine Borste. Jetzt passiert 20 Sekunden lang gar nichts. Erst wenn das Insekt eine zweite Borste berührt, schließt sich diese Falle, und zwar innerhalb einer Zehntausendstel Sekunde. Forscher haben das gemessen, sagen, es gibt keine schnellere Bewegung in der Natur. Das Ding klappt zu. Das heißt, da muss irgendwo etwas wie ein Gedächtnis sein. Erst wenn die zweite Borste berührt wird, schnappe ich zu. Aber wie schnell? Hallo? Wenn das Tier zu klein ist, schnappt die Falle nicht zu. Das Tier kann wieder weg. Wie geht das in der Evolution? Was war zuerst? Wir wissen es ganz einfach nicht. Es sind Fragen berechtigt. So. Wie kommt man überhaupt dazu? Evolution kennt jeder. Wir alle wissen, mein Gott, jeder Hund stammt von irgendeiner Urhunderasse ab. Unbestritten. Die Katzen sind verwandt miteinander. Alle Mäuse und was weiß ich, Ratten sind alle verwandt. Alles unbestritten. Aber irgendetwas stimmt nicht mehr. Und auf die Idee kommt man erst in unseren Tagen. Weshalb nicht schon früher? Weil man erst in unserer Zeit, in unseren Jahren angefangen hat, mit riesigen Elektronenrastermikroskopen in die Zelle hineinzuschauen. Und in der Zelle drin sieht man die Atome, die aufgereihten Atome, die Molekülketten, riesige Ketten. Und deshalb stellt man sich plötzlich Fragen, die früher nicht da waren. Wer hat denn diese Molekülketten geordnet? Wer oder was oder welche Kraft? Hokus pokus, wir wissen es nicht. Charles Darwin hat die Evolutionstheorie erfunden, nur ganz kurz. Zu seiner Zeit, Darwins Zeit, man nannte das die Zeit der Aufklärung. Da hasste man Gott. Dieses Wesen namens Gott musste endlich verschwinden. Es gab doch für alles eine naturwissenschaftlich vernünftige Erklärung. Etwas Sachliches. Wir brauchen doch nichts Spirituelles. Etwas, das man gar nicht anfassen kann. So dieser Gott muss weg. Damals gab es dann Nietzsche, Kant, Haeckel, Schopenhauer und so weiter. Das kommunistische Manifest erschien von Karl Marx und Engels. Gott war endlich tot. Man war dieses lästige Wesen Gott weg. Wieso lästig? Es passte nicht, eine Religion zu haben, die dauernd Vorschriften macht, die jedes Mal Vorschriften macht, wenn man Sex betreibt. Du musst gefälligst ein schlechtes Gewissen haben. Das darfst du nicht, das darfst du nicht. Man wollte diesen Gott loswerden und deshalb ist Darwins Theorie aufgenommen worden mit einer unglaublichen Begeisterung. Und das kann man kurz beweisen. Ein paar Beispiele, drück mal eins, haben wir. Der Blob hat ihn laut erstellt, der muss ich noch schnell erklären. Was Sie hier sehen, ist wirklich, also man sieht nichts. Hokus pokus. Da gibt es ein Wesen, das nennt man Blob, B-L-O-P. Das ist die Abkürzung von einem komplizierten lateinischen Wort. Und dieses Blob hat kein Gehirn. Es hat keinerlei Neuronen. Es hat keine Nase. Es hat keinen Geruchssinn. Es hat keinen Tastsinn. Es hat überhaupt nichts. Das Tier bewegt sich, oder das Wesen, der Blob, bewegt sich einen Zentimeter pro Stunde. Jetzt waren es zufällige Entdeckungen. Das Ding kroch ganz langsam über Haferflocken. Und als das Ding über Haferflocken weg war, waren die Haferflocken weg. Das Tier hat die Haferflocken irgendwie aufgenommen. Aber es hat gar keinen Magen und keinen Darm. Es scheidet nichts aus. Wie geht das? Das Tier nochmals, oder das Wesen, hat kein Gehirn. Dann haben die Forscher inzwischen an mehreren Hochschulen, ich habe das sehr sauber ausgearbeitet in meinem neuen Buch, mehrere Hochschulen, wir befassen sich mit dem Blob, haben festgestellt, wenn das Ding über etwas fließt, das salzig ist, dann macht es einen Umweg darum herum. Jetzt hat man Gitter gemacht, Labyrinthe. Stellen Sie sich so ein Gitter vor, nur auf einer Seite ein Loch und hat Haferflocken dahinter hingetan. Das oder der oder die Blob ist auf dem kürzesten Weg dahin gesteuert. Dann hat man Labyrinthe gemacht, mehrere Schleusen, die zu sind, irgendwo Haferflocken hingetan. Das Viech fand die Haferflocken auf dem kürzesten Weg, ist nie über etwas geflossen, was salzhaltig ist oder nach Salz riecht. Dann hat man das Viech zerschnitten in verschiedene Teile und jeder andere Teil hat sofort alles gewusst
was der Urteil wusste. Also nach kurzem Weg im Labyrinth auf die Haferflocken los oder nicht über Salz etc. Wir haben keine Ahnung, was das Ding ist. Es hat kein Gehirn. Es ist fürchterlich. So damals, wie gesagt, zu Darwins Zeiten kam die Evolutionstheorie, weil man Gott endlich loswerden wollte. Karl Marx und Friedrich Engels mit dem Kommunistischen Manifest, Gott ist tot. Und das kann man beweisen. Ein paar Zitate vom Doktor. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Dennoch glaube ich es, Professor Dr. Ernst Kahane. Das ist von damals. Weiter, die nächste. Die Evolutionstheorie, wohlverstanden, das ist nicht von heute. Das ist Jahrzehnte alt. Die Evolutionstheorie ist unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Wir akzeptieren keinen Gott, nichts Spirituelles. Noch einen Namen? Die Evolutionstheorie ist eine anerkannte Theorie. Nicht, weil sie bewiesen werden könnte, sondern weil sie die einzige Alternative zu einer Schöpfung ist, an die wir nicht glauben wollen. Die ganze Wissenschaft, wir wollen keinen Gott, nichts Spirituelles, egal was. Wir wollen das nicht. Deshalb nehmen wir die Evolutionstheorie. Ich selbst bin davon überzeugt, dass die Evolutionstheorie einer der größten Witze in der Geschichtsbücher der Wissenschaft eingehen wird. Die Nachwelt wird sich wundern, wie eine so schwache, dubiose Hypothese derart leichtgläubig akzeptiert werden konnte. Alles berühmte Leute, die zugeben, wir glauben an die Evolutionstheorie, weil wenn wir sie nicht daran glauben, dann müssten wir Gott oder etwas Spirituelles oder etwas Geistiges akzeptieren. Und das wollen wir nicht. Ich habe von einigen Kritikern schon gehört, wohlwollende Leute sagen, Erich, mein Gott, die Evolutionstheorie ist doch bewiesen. Wieso kommst du und wirst wieder Fragen auf? Ich sage, I'm sorry, das stammt ja gar nicht von mir. Ich nenne eine ganze Reihe von berühmten Professoren, Doktoren unserer Zeit, jetzt, die sagen, hallo, da stimmt etwas nicht. Es ist nicht der Erich von Däniken, der auf die Idee kommt. Ich greif's nur auf, greif's zusammen. Sag, Freunde, überlegt euch noch mal was. Da ist die Zelle und in der Zelle drin sind diese kleinen Dinger, die man Moleküle nennt, und da geht's nicht mehr weiter. Vor 250 Jahren gab es einen Geistlichen, der hieß William Paley, und der hat eine Frage, der hat auch die Frage nach dem Schöpfer aufgeworfen. Und er sagte, man stelle sich vor, irgendeine Gesellschaft, die noch nie im Leben eine Uhr gesehen hat, nie im Leben eine Uhr, findet in einer Wiese eine Uhr. Jetzt geht sie mit der Uhr nach Hause. Die Gesellschaft rätselt daran herum, macht die Uhr schließlich auf, findet darin Rädchen, Federn, Zeiger, alles Mögliche. Die Gesellschaft wird zwar nicht schlau daraus, sagt aber, dahinter muss Intelligenz stecken. Irgendwer muss die Uhr gemacht haben. Einfach damit sich abzufinden, die Uhr ist da. Das ist nicht wissenschaftlich. Und genauso geht's mit der Evolutionstheorie. Wir wissen inzwischen, dass die Moleküle in den Zellen drin eine ganze Reihe von sehr komplizierten Anordnungen haben. Das sind die berühmten vier ursprünglichen Basen. Molekülketten, die bestimmte Formen haben, die passen nicht aufeinander. Stellen Sie sich ein Dreieck vor oder einen Kreis oder ein Rechteck und die passen nicht aufeinander. Wer oder was hat das gesteuert? Wie kam das Ganze daher? Wir haben keine Ahnung. So, es stimmt was nicht mit der Evolution, was ständiger. Und das greife ich im neuen Buch auf. Wobei ich Befürworter der Evolution zitiere. Professoren, Doktoren, die sagen, das ist so und so, und Gegner. Und zwar sehr vehement. Da gibt es ein dickes Buch von einem Professor Dr. Behe, das heißt der Gotteswahn. Und der sagt wortwörtlich, wenn Sie jemandem begegnen, der nicht an die Evolutionstheorie glaubt, können Sie sicher davon ausgehen, dass die Person dumm ist. Dumm. Dann kommt ein anderer Professor Doktor, der hat ein Buch herausgegeben, Darwins Black Book. Sagt genau das Gegenteil. Ja. Wir haben inzwischen in der Zelle so komplizierte molekulare Anordnungen und wir können beweisen, dass sie nicht natürlich entstehen. Wenn es nicht natürlich entsteht, wie entsteht es dann? Irgendwas Spirituelles. Deshalb hat sich eine neue Theorie gebildet heute. Man nennt sie Intelligent Design.
Und das hat mit uns was zu tun. Intelligent Design heißt, das ganze Leben auf der Erde ist irgendeiner Planung unterworfen. Irgendwer, Intelligent Design, etwas Spirituelles, von mir aus Außerirdische, irgendwer plant irgendetwas mit Lebewesen auf der Erde und mit uns. Und das erinnert mich nur an die Vergangenheit des Menschen. Immer wieder in der ganzen Menschengeschichte, und da bin ich wirklich Fachmann, gab es diese künstlichen Befruchtungen. Menschen, Frauen sind befruchtet worden von irgendwelchen himmlischen Wesen. Nach und nöcher. Alle großen Religionsfürsten, alle großen Herrscher, ob die tibetanischen Könige, Kaiser, Gesar, ob die griechischen Götter, egal wer, ob in China, alle sind befruchtet worden von außen. Es kam Information in die Menschen, ins menschliche Geschlecht von außen. Und das passt nicht mit der Evolution überein. Evolution, ja, es gibt die Evolution. Aber nicht nur. Es gab immer wieder Eingriffe von außen. Und da kommt dann die alte Geschichte, die ihr alle kennt. Vor Jahrtausenden waren mal Außerirdische da. Ich gehe jetzt nicht in Detail, wieso und wie. Wie erwartet, es war kein Zufall, fanden sie hier verschiedene Lebensformen, tausende von, darunter unseren Vorfahren. Meinetwegen so ein affenartiges Wesen. Die Fremden nehmen zwei Typen von dem, männliches und ein weibliches, eine Zelle. Die Zelle wird mutiert. Jeder Genetiker weiß heute, wie das geht. Jeder Genetiker kann heute künstliche Mutationen machen. Man macht es nicht, es ist verboten. Es geschieht geheim in Labors. So. Die Zelle wird mutiert. Die mutierte Zelle kommt in die Nährlösung. Sie wächst. Das Produkt kommt in die Gebärmutter eines Weibchens derselben Spezies. Das Weibchen gibt einem Kind das Leben. Das Kind hat selbstverständlich die Evolution. Stammbaum, Gelenke, Rückenmark, Wirbel, Kopf, Abwehrreaktion, alles stimmt, wir haben das. Nur durch die künstliche Mutation bricht das Kind jetzt aus dem Stammbaum heraus. Der ganze Rest, unsere Familie, Schimpansen, Orang-Utans, Affen, die existieren ja alle noch. Nur wir aus demselben Stamm sind ausgebrochen. Und da kommt die Überlieferung, die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Man hat uns abgeändert. Wir sind Ableger von einem anderen System. Wir gehören eigentlich zu einer großen kosmischen Familie. Widerspricht nicht der Evolution. Es gibt den evolutionären Prozess. Aber zusätzlich kam ein Eingriff von außen. Und das kann man heute in der Zelle belegen. Und darum geht es in meinem neuen Buch. Alles Evolution oder was? Es ist eine heiße Lektüre, eine spannende Lektüre. Die haben noch etwa 12 Exemplare. Ich hocke mich gern da draußen hin und signiere das für Sie. Liebe Gäste, da waren ein paar Referenten hier. Ich möchte mich bei allen Referenten bedanken, die hergefunden haben. Die Referenten sind dahergekommen zu ihren eigenen Lasten. Wir bezahlen ihnen das Hotel und sonst nichts. Und dann fragen Sie vielleicht, was machen die mit dem Geld? Das sage ich jedes Mal, wenn ich da bin. Alleine die Saalmiete hier kostet über 10.000 Euro. Macht doch mal Begriffe. Dann kam die Corona, dann kamen die Hoteldirektoren und sagte, wir müssen überall, wir sind verpflichtet, diese Plastikglas, diese Plexiglasscheiben machen. So ein Ding kostet wieder 7 Euro, natürlich zu unserer Rechnung, sind über 100. So alles summiert sich und summiert sich. Am Ende gibst du für so einen Kongress glattweg 15.000, 16.000 Euro aus. Und das ist etwa das, was man einnimmt. So, da macht niemand Geld. Das ist alles... Eben, auch die AAS verdient nicht. Wir sind immer froh, wenn wir finanziell wieder rauskommen. Da waren Referenten, die sind alle auf eigene Kosten hergekommen. Außer dem Hotel kriegen sie nichts bezahlt. Alle Referenten haben ihre Vorträge zu Hause zusammenstellen müssen, haben das hier gut halten müssen. Ich möchte mich persönlich bedanken bei allen Referenten, die hergekommen sind. Die sind jetzt nicht da. Einfach nur einen Applaus für die Referenten, bitteschön. Ja, dann noch eine Kleinigkeit. Da gibt's diese Helfer da. Draußen ist ein Büchertisch. Da sitzt zum Beispiel Carola, dem Ramon seine Frau. Oder Sabine Nass, selbstverständlich. Oder die Frau Claudia, nicht Sabine Machalda. Die helfen alle. Gratis, Franco. Bei denen möchte ich mich allen auch verdanken. Ohne das geht's auch nicht. Und am Ende. Aha, ja. Von zu Hause aus. Wegen Corona konnte er nicht reisen. Von zu Hause aus ist der Patrick Wenger, der das Ganze gesteuert hat. Das glaubt man nicht, was für eine Hokuspokus-Gesellschaft wir sind. Der hockt zu Hause irgendwo im Elsass. Wir sind hier und der zaubert die Bilder auf der Leinwand.
Ist nicht schlecht. Patrick, danke schön, wenn du zuhörst. Ja. Und der Hinterletzte, aber gleichzeitig der Erste für mich bleibt Ramon. Mein Freund und toller Mitarbeiter Ramon, der so viel Ärger hat mit der ganzen Ausrichtung, wegen Corona, nicht wegen Ihnen. Wir alle freuen uns, dass Sie da sind. Wir hoffen, im nächsten Jahr gibt es keinen Ärger mehr. Ramon, du bist der Beste. Danke dir. So, damit wäre diese Konferenz zu Ende. Alles wäre nichts ohne Sie. Wenn Sie nicht den Mut gefunden haben, hätten, ich komme trotz Corona-Risiko, dann hätten wir hier einen leeren Saal, hätten 12.000 Euro verpulvert für nichts und wieder nichts. Ich danke Ihnen alle, verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, darf ich sagen, dass ihr hergekommen seid, die AAS weiter unterstützt und ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem Jahr. Tschüss. Danke, mein Lieber. Danke sehr.